in unserer Stadt ihr Unwesen treiben, ist meine Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen. Heute Nacht wird das LPD in höchster Alarmbereitschaft sein. Was auch immer diese Hooligans vorhaben, wir sind bereit. Warum sagt die wir? Als ob die irgendwas tun würde. Kiddo, kannst du dir vorstellen, wie Stevenson in dem Crown Vic angefahren kommt? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen damit zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound und ich hoffe, dass wir jetzt langsam ins Finale mal gehen, weil es wird Zeit. Ihr kennt das, ich bin tatsächlich so ein bisschen, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen unschlüssig, wenn ich das so sagen darf. Warte mal, individualisierte Version kaufen. Was hat denn der Höchstgeschwindigkeit? 3,73er. So, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind am Start mit Let's Play. Need for Speed Unbound. Wir wollen halt heute irgendwann mal das Ende erreichen. Das heißt, sprich mit dem Grant. Wann ist das ein Squid-Teil? Weiß ich noch nicht. Ich weiß aber schon mein Nachfolgeprojekt für dieses Need for Speed hier. Aber wie gesagt, verrate ich euch dann quasi mit der letzten Folge. Also warte mal ein bisschen ab. So, wenn ich jetzt natürlich das Auto verkaufe. Warte mal, wenn ich mein Auto jetzt verkaufe, der würde ja 116.000 bringen. Ich hätte auch noch nicht die Kohle zusammen. Dann wäre ich bei 246. Was kostet, was würde der bringen hier? Ich auf S plus gehe. Ich will ja was haben, was schneller ist als S, sein Rocky sein Auto. 373 hat der. Und ich wäre aber, wie gesagt, bei 246.000. Dazu müsste ich die Autos auch ein bisschen aufbauen. Wenn ich den hier. Gut, ist das ein A-Plus-Auto? Der hat ja schon jetzt 320 als Höchstgeschwindigkeit. Aber das ist ein Drifter, ne? Den können wir sicher fänden, den komplett umbauen. Ich überlege nämlich hier, ob ich die Corvette wieder verkaufe. Was ich auch tue. Und dann gucke, was ich mir holen kann. Ja, den kann ich auch nicht holen, weil die Story dazu fehlt. Aber ich brauche halt ein Auto. Ich brauche halt ein schnelles Auto. S Plus am besten. Der beste ist der Bugatti Chiron, aber den möchte ich, den kann ich nicht haben, den mir nicht leisten. Das hat jetzt noch 3,73 kostet der, ne? Was ist das für ein Auto hier? Ach, der. Chevrolet Corvette Z1. Habe ich den nicht gerade verkauft? Habe ich den nicht gerade verkauft? Soll ich den wieder? Soll ich den kaufen? Und dann müsste ich ihn hochpushen, ne? Aber der kann halt nicht so viel, glaube ich. McLaren ist 73,3. Hm. Ne, 317 hatte der, den ich gerade verkauft habe. Ich bin halt unschlüssig, ich hasse das, wenn ich nicht weiß, was Sache ist. Dann beginnt die Huracan. Ich brauche ein Auto fürs Grand, für den letzten Teil. GTR, Porsche 911, GT3 RS. 28. Oder 28, 341. Die Corvette zu kaufen und dann, wie gesagt, auf. Ja. Was habe ich denn da noch? 40.000. Kaufen wir die. So. Meine Wagen. Leistung, Teile. Was wird denn das meiste, wenn ich jetzt 351, 348? Ich habe ja nicht, halt nicht so viel Geld. Ich muss halt gucken. Ich weiß nicht, ob das drauf gerechnet wird. Das ist halt genau das Problem. Ich würde es aber tun. Warte mal, Chassis, Antrieb, wenn ich den Antrieb gehe. Der geht ja halt nur so, ne?
kaufen. Ich brauche jetzt ein bisschen Kohle. Das heißt, du bist jetzt auf Kohle, ein bisschen Kohle. Und was hat denn der drin? Grundlegend, Fahrwerk. Na gut. Straßenfahrwerk. Gekauft, dann wäre doch 351. Wie gesagt, ich will ja irgendwann den Mercedes übertrumpfen. So, dann werden wir auf Handling gehen. Den wir auf Handling trimmen. Ja, Traktionskontrolle natürlich an. Habe ich das jetzt alles an? Ja. So, der Motor nicht. Ich wollte eigentlich auf Style, Lackierung, Folie. Community. Ich wollte ja, ich werde die gleiche Folie wieder nehmen wie wenn ne, möglich, wenn er die hat. Hier. Entschuldigung. Eingebaut. Websters Folie aus Need for Speed an. Quatsch, aus Need for Speed. Most Wanted. Karosserie, Bodykits. Er hat kein Bodykit tatsächlich. Ich kann einfach den mal ein bisschen runterziehen, ja. Wäre auch wenig. Mehr kann ich. So, gut. Dann werden wir mit dem Auto versuchen, das Rennen dann anzugehen, das finale Rennen. Wenn wir dann im Grand sind. So, genau, S Plus ist er ja, aber den werden wir halt. Der ist nämlich jetzt schon mehr Dings als der andere. Der andere war bei 3,11 gerade an Geschwindigkeit und jetzt ist aber der hier schon bei 3,43. Aber ein bisschen muss er noch haben. So, okay. Dann gehen wir mal rein ins Rennen, würde ich sagen. Eins haben wir heute auf jeden Fall noch. Spielen. Wir sind ja kurz vor dem Grand. Wir müssen jetzt Kohle verdienen, also quasi die nächsten Folgen. Was haben wir denn hier noch? Riesige Gewinne, aber Headspin. Was ist das für ein S Plus? Ja, der muss jetzt. Wir testen es einfach aus, weil. Hey Kiddo, Zeit, den letzten Wagen abzuholen? Ja. Ab dem Standort bitte. Von unserem anonymen Freund. Klar doch, warum nicht? Was soll's werden? Der ist Martin Vulcan. Wirklich? Hätte nie erwartet, diese Schönheit wiederzusehen. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, der steht mittlerweile in der Privatsammlung. Dachte ich auch, Kiddo. Lass den Standort. Ich rufe nach der Lieferung an. Dann werden wir tatsächlich mit einer Lieferung. Achtung, wir entsenden heute zusätzliche Einheiten zur Verstärkung. Die Racer haben irgendeine große Sache geplant. Also lasst uns das? Den Druck erhöhen. So, warte mal. Ich muss mal gerade kurz hier abbiegen. Ah, er macht schon deutlich Laune, muss ich sagen. Der liegt auch gut auf der Straße. Hoffentlich bist du nicht mit dem Auto durchgebrannt. Bin ich nicht. Ist schon witzig. Vor einer Woche war das Grand meine Chance, was für meine Crew zu tun und Alec zu zeigen, dass ich die Beste bin. Jetzt ist es eine Lose-Lose-Situation. Yes, du schlägst dich immer durch. Wir alle haben schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe das Opossum-Nest in der Werkstatt zu lange ignoriert. Was? Nichts. Was in dieser Nacht passiert ist, ist ewig her. So einfach ist das nicht. Yes. Was du letztes Mal gesagt hast, dass du nirgendwo hin kannst. Du weißt, dass das nicht stimmt. Wir sehen uns am Start. Ja, wie gesagt, ich will es versuchen, heute durchzuziehen. Weil hier bei Need for Speed Unbound, dass wir heute tatsächlich noch das Grand fahren, dass wir dann durch sind. Und dass ich dann hoffentlich die Tage mit dem neuen Projekt beginnen kann. Eine Reise in meine Kindheit. Mehr möchte ich auch dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Wie gesagt, was es wird, weiß ich noch nicht. Wann Formel 1 weitergeht, müssen wir auch einfach mal gucken. Ich hoffe nächste Woche. Also nächstes Wochenende. Weil halt einfach momentan bei mir die Zeit fehlt. Deswegen habe ich mir jetzt, wie gesagt, die Corvette gegönnt. Baue den jetzt auf Geschwindigkeit auf. Ja, wie gesagt, ich habe mir mal geguckt, wer die besten Autos auswählen. Der einzelnen Klassen bei S Plus ist es der Bugatti Chiron, aber den möchte ich jetzt gerade einfach nicht haben.
Der soll, glaube ich, ein beschissenes Handling haben und ich möchte ein Auto haben, was ein bisschen stabil auf der Achse liegt. Und das ist bei dem hier mit der Fall. Was ist hier los mit den Cops? Na gut, die haben ja schon gesagt, dass die ein bisschen mehr verstärkt sind, ne? Verstärkt fahren. Ja, es wird sowieso wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mehr Autos jetzt Autos liefern. Weil wir halt, wie gesagt, die Kohle zusammenkriegen müssen für das Grand 200.000. Und halt auch das Auto ein bisschen aufbauen müssen noch dafür. Ups. Der braucht halt noch ein bisschen Leistung hier. Oh, da ist er. Ach. Starten wir durch ins Event. Vulcan, Aston Martin. So, was brauchen wir denn? 225, also keine Cops. Das heißt, wir haben ein Zeitlimit. Gerade ein bisschen konzentrieren hier. Wie ist die Streckenführung? Boah, da kommt ja noch ein bisschen was. Weil dann ist es größer als so geradeaus. Aua, den habe ich. Das hätte ich gesehen. Ja, wenn ich mich in den letzten Folgen ein bisschen sehr aufgeregt habe, dann tut mir das natürlich irgendwo leid, aber ja, so bin ich halt einfach, ne? Wie gesagt, weil alles halt zusammenkam. Deswegen, wenn mir dann irgendwann einfach SF Rocky auf die Sack ging, mit so einem scheiß Mercedes. Wie gesagt, bei 373, ich weiß gar nicht, es gibt kaum Autos, die diese Geschwindigkeiten fahren können. Ja, das kann man so machen. Ich lasse nämlich neu mal setzen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich glaube, das hat es gerade übel Zeit gekostet, die Nummer hier. Ich bin keiner, der mit Handbremse rumfahren kann. Das werden wir nicht schaffen. Glaube ich nicht. Es wird enge. Oder es wird verdammt enge. Jetzt kann ich vielleicht ein bisschen mit Geschwindigkeit, aber ja, ich glaube, aber es wird so mit enge. Ich habe mir zu viel mitgenommen einfach. Ich glaube, das wird dann tatsächlich so 8 Sekunden, dass ich soll das schaffen. Nee. Dann wollen wir das ganze Ding einfach mal neu starten. Ich glaube, wie gesagt, diese Fehler habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Ist aber nicht tragisch. Weil ich will das Auto, ich will die 25.000 haben. Ich brauche nämlich Kohle. Konzentrieren gerade, dass wir das irgendwie mal hinbekommen. Wow, Alter! Diesmal nicht das geparkte Auto, diesmal habe ich das SUV voll erwischt. Scheiße. Natürlich immer hier nach dieser Kurve.
Ach Mann! Ja, diesmal fahren wir auch etwas sauber die Linie. Diesmal habe ich das alles ein bisschen besser angegangen. Scheiße! Den hab ich nicht. Ja, ich hab ihn echt nicht gesehen. Aber diesmal schaffen wir's. Sechs Sekunden vor dem Ende. Aber es ist wurscht! Ab deiner Sekunde oder sechs Sekunden vor dem Ende ankommst. Wir haben es geschafft. 2:20:68, 5 Sekunden, da waren's. Oder 4, passt. Oh, warte mal. Wie lief es? Hab den ersten gerade abgestellt. Das war der letzte, oder? Ja. Hätte nie gedacht, dass sie sowas tun würde. Bedeutet mir echt viel. Ich weiß, Ryder. So, und jetzt nichts Dramatisches passiert. Geil, die sind alle gesperrt, diese Safe Houses hier, ne? Aber ich glaube, nach der Nummer mit Tess hat die da ein bisschen was gedeichselt. Was haben wir denn hier? S Plus, Big City Alive. Und 32.000 bringen. Ich würde ja gerne einfach mal. Ich würde schon gerne die Dinger fahren. Wir müssen jetzt erstmal das Auto abliefern. Wir haben nichts eigentlich an Safe Houses hier. Es ist alles gesperrt. Wir kommen eigentlich außer die eigene Garage, kommen wir momentan nicht. Alles automatisch wieder gut. Aber es macht es definitiv leichter, ihr zu vergeben. Lass uns die Sache beenden. Klingt nach einem Plan. Genau. Aber ich glaube, ich muss jetzt eh ein bisschen aufpassen. Bin stolz auf dich. Wir sehen uns Danke. In der Werkstatt. Verlass dich drauf. Ja, der Einzige, der uns momentan, der uns treu geblieben ist. Wie gesagt, erst haut Jess ab, dann haut Tess ab und jetzt ist Jess wieder da. Und Rydell ist der Einzige, der uns tatsächlich die ganze Zeit treu geblieben ist. Der immer da war, ne? So, wenn er jetzt natürlich noch ein Auto hat, wäre das total toll. Aber wenn nicht, dann... Ja, das, wie gesagt, die Nummer war jetzt tatsächlich nichts wirklich an Safe. Also wir müssen jetzt eigentlich mehr oder weniger immer zu unserem... Aua. Ja, why not. Wir müssen jetzt immer zu unserem Startpunkt zurück. Wir müssen also quer einmal durch die komplette Stadt, um zurückzukommen. Und das, obwohl ich eigentlich alle Verstecke freigeschaltet, also ganz kaufen musste. Glaube ich, weil ich aber den Auftrag nicht abgeschlossen habe. Oder abgebrochen habe. Nicht aktiviert habe, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich musste dann quasi, wenn wir schon so hohe Cops hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe, zurück ins Safehouse. Beziehungsweise die Werkstatt. Wie gesagt, trotzdem ärgert es mich gerade, dass wir. Das wird echt nichts fein. Wir müssen echt aufpassen mit dem Ding, mit dem Auto, klar. Ich fahre jetzt bewusst mal durch die. Um die Dinger rum, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch. Das geht aber, so weit war es jetzt nicht. So, ab in die Garage. So. So, Auto abgeliefert. Es war den Vulcan. Die Karre sieht super aus, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, mehr oder weniger. Die stehen nicht schlecht. Auch wenn du den Wagen von Jasmine nicht zurückholst, du hast da selbst ein tolles Teil gebaut. Bin stolz auf dich, Kiddo.
787 PS hat die Karre jetzt mittlerweile. Der muss sogar runterkehren vom Dings her. Der hat sogar kaum was an Werten. Die Werte sind besser, ja. Ich mache da Differential rein. Ja, tatsächlich. Ich glaube wirklich mehr kriegen wir gar nicht hin. Jetzt kann ich den Wagen ein bisschen umstellen. Ja, 359, den kriege ich höchstens maximal auf diese Werte. Den kriege ich höchstens maximal auf 351. Mir fehlen über 26 km/h auf dem Mercedes. Wow. Wir müssen den halt auch aufbauen. Na, wie gesagt, mehr Leistung, klar. Der würde auf 800 PS gehen. Ist jetzt auf 800 PS. Aber halt die Höchstgeschwindigkeit ist halt das Problem. Das ist, wenn ich einen Elite-Auspuff einbaue, der 856 PS. Also ich vermute, dass er vielleicht vom Anzug deutlich mehr wird, aber dass der halt von der Geschwindigkeit am Ende mit dem Audi auf der Brust liegt. Na gut. Gut. Was haben wir denn hier? Oh, Wagen verfügbar. Gut, wir sehen uns mal in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Need for Speed Unbound.